Beton. Hergestellt in Norddeutschland. Aus 80 Millionen Jahre altem Gestein. Abgebaut mit den größten Raupen in Europa. Flammen und Funken aus alten Reifen. Kies aus den Tiefen des Weserberglands. Ja, jetzt kommen hier gerade 16 Tonnen aus dem Wasser. Die Herstellung von Zement und Beton ist aufwendig. Im Inneren herrschen Flammtemperaturen von 2000 Grad. Der Bedarf ist gigantisch. Wenn der Beton läuft, dann läuft er. Der muss ja auch durchlaufen. Ist der Beton frisch, zählt jede Minute. Ja, ich bin unter Druck, weil der Kollege ist schon leer. Ja, deswegen, ab. Überall Beton. Wir sitzen drauf. Aus ihm sind Gebäude, Brücken, Tunnel und Straßen. Genoss er in den 70ern noch einen schlechten Ruf, ist er heute besonders in der modernen Architektur wieder angesagt. Er ist wasserbeständig, feuerfest, kann warm oder kalt halten. 40 Tonnen Beton stecken in 100 Meter Gehweg. 300 Tonnen in einem Einfamilienhaus. Für einen Kilometer Autobahn werden 10.000 Tonnen des grauen Baustoffs benötigt. Laut verschiedener Zementhersteller ist nach Wasser Beton weltweit das am zweitmeisten verwendete Produkt. 7 Uhr morgens, Hannover Kirchrode. Henning Findeisen ist Polier und damit der Chef auf der Baustelle. Du musst ja noch ein Stück vorfahren, oder? Wenn nicht, musst du 2 Minuten warten, dann nehmen wir da ein Paket Steine weg. Heute soll eine Decke gegossen werden. Es ist 7 Uhr, 5 nach 7. Um 7 sollte der Beton schon rollen. Der erste von insgesamt 29 Betonmischern. 12 nach 7. Der flüssige Beton soll das Stahlgitter umschließen. Ohne die sogenannte Bewehrung würde die Betondecke später brechen. Stahlbeton nennt man die Verbindung von Beton und Stahl. Läuft wunderbar. Das graue Gold. 6 Stunden sind für die 1000 Quadratmeter große Decke eingeplant. Hier wird heute durchgearbeitet. Kann sein, wenn einer unterzuckert ist, dass einer mal kurz runtergeht, eine Scheibe Brot sich reinschmeißt. Aber bis heute Mittag, bis alles fertig ist, muss das in einem gemacht werden. Wenn der Beton läuft, dann läuft er. Der muss ja auch durchlaufen. Beton ist ein künstlich hergestellter Stein. Er besteht aus Zement, Kies, Sand und Wasser. Die entscheidende Rolle spielt der Zement. Er ist der Kleber, der den Beton zusammenhält und festmacht. Zement wiederum besteht aus Kalk und Ton. Nordöstlich von Hannover in der Gemeinde Höfer liegt diese Mischung bereits in natürlicher Form im Boden vor. Deutschlandweit gibt es nur 2 Abbaugebiete mit dieser besonderen Gesteinszusammensetzung. Bernd Henning Räubke ist verantwortlich für die Arbeitssicherheit. Er muss alle Abläufe im Blick behalten. Er ist gelernter Geologe und damit Experte für Gestein. Mergel ist ein Gestein, das sich aus Ton und aus Kalk zusammensetzt. Wir gewinnen hier 1,5 Millionen Tonnen Mergel pro Jahr roundabout. Die werden dann zu 1 Million Tonnen Zement verarbeitet. Vor 80 Millionen Jahren gab es hier ein Meer. Darin lebten Organismen wie Seeigel, Schwämme und Einzeller. Der Kalkanteil ihrer Schalen lagerte sich am Boden ab. Zusammen mit den Tonabschwemmungen vom Land entstand der heutige Kalkmergel. Das Besondere hier in Höfer ist, dass der
kreidezeitliche Mergel vorkommt. Und der ist deshalb so besonders, weil er so gut durchmischt ist, weil er die ideale Zusammensetzung hat. Der Anteil von Ton ist ungefähr bei 30% und ungefähr 70% an Carbonat, an Kalk. Das ist hier in der Mächtigkeit und in der Ausprägung hier schon besonders, in der Gegend von Hannover. Um den Mergel abzubauen, muss das Gestein gelockert werden. 862 PS Motorenleistung treiben einen Reißzahn aus gehärtetem Stahl durch den Boden. Joachim Stadtke ist Fahrer des Bulldozers im Steinbruch von Höfer. Das sind die größten Raupen, die hier in Europa laufen. Es ist schon heftig, ne? Also da bewegt man schon 100 Tonnen. Das ist schon was. Ne? Man muss Gefühl haben vorhin für so eine Maschine. Kann man nicht von heute auf morgen lernen, man muss es langsam machen. Und das Gefühl muss man sich rantasten an der Maschine. Und vor allem muss man zur Maschine immer du sagen. Man darf nicht sie sagen. Dann hat man verloren. Ein Führerschein ist nicht notwendig. Auf privatem Gelände reicht eine Einweisung. Die lenke ich mit den ganzen Teilen. Man muss nur so machen, dann reagiert die. Hier bewege ich, da fahre ich rechts rum mit denen hier. Und mit den anderen, da fahre ich links rum mit. Nicht? Hiermit bediene ich das Schild, da kippe ich und tilbe es. Vollgas läuft es in einer Tour. Hier gebe ich mein Gas mal so weg und hier habe ich meine Bremse. In einer Brechanlage wird das Gestein durch zwei rotierende Walzen zerkleinert. Die gesamte Anlage ist beweglich, damit der Brecher immer wieder neu platziert werden kann. Förderbänder transportieren den Mergel aus der Grube zum Zementwerk. Grube und Werk sind miteinander verknüpft. Der Transport von 1,5 Millionen Tonnen Mergel pro Jahr wäre so teuer, wenn man das über eine größere Distanz machen würde, dass das dann nicht mehr wirtschaftlich wäre, hier Zement vor Ort herzustellen. Und deswegen ist die Zementfabrik immer an die Lagerstätte geknüpft. Durch die geschlossenen Bandanlagen erreichen täglich 7.500 Tonnen Kalkmergel das Zementwerk nebenan. Hier wird das Gestein erst zwischengelagert, aufgeschüttet in 140 Meter langen Halden. Als nächstes müssen Fremdstoffe aussortiert werden. Dafür läuft der Mergel unter einem starken Elektromagneten entlang. Das ist der Metallabscheider. Alles, was aus dem Steinbruch, aus Metall hochkommt, wird hier ausgeschieden, damit es nicht in die Rohmühle gerät. Wir machen da hinten auch Ackerbau weg. Und durch die Reiter hinten aus Behm und Elten kommt man Hufeisen hoch. Oder halt Ersatzteile. Wir hatten aber auch schon mal eine Granate hier vor ein paar Jahren. Die lag auch in ihrem Container. Durch den Vorbrecher durch. Hier rein in den Container. Jetzt muss der Mergel gemahlen werden. Im Inneren dreht sich der Mahlteller. Über 3 Meter Durchmesser und so teuer wie ein Mittelklassewagen. Also das ist eine Riesenpfeffermühle. Die macht jetzt gerade 210 Tonnen die Stunde. Und kann aber bis zu 250 Tonnen je nach Ofenverfügbarkeit gefahren werden. Das sind jetzt unsere verbrauchten Mahlwalzenmäntel, die wir hier noch zwischenlagern. Die gehen zum Hersteller wieder zurück und werden dann eingeschmolzen. Hier sieht man den Verschleiß ganz klar. Vorher wiegt das Ding nagelneu 3 Tonnen. Und hier, so wie sie jetzt hier stehen, wiegen sie noch 1 Tonne. Das heißt also, wir haben 2 Tonnen Verschleiß alle 3 Jahre 4-mal. Das Rohmaterial Mergel heißt nach der Mahlung nun Rohmehl. Dieses feine Pulver ist noch kein Zement. Um diesen herzustellen, muss das Mehl geschmolzen werden. Das geschieht in diesem Turm. Das Mehl rieselt von ganz oben langsam nach unten. 1000 Grad heiße Luft strömt von unten dagegen. Danach gelangt es in den eigentlichen Ofen, ein 80 Meter langes drehendes Stahlrohr. Rund um die Uhr wird befeuert.
Das ist das Herzstück unserer Anlage. Das ist die sogenannte Drehofenanlage. Im Inneren herrschen Flammtemperaturen von 2000 Grad. Und das Brenngut selbst, das Gesteinsmehl, wird auf 1450 Grad erhitzt. Gesteinsmehl rutscht in den Ofen entlang und wird dann in diesem Prozess zu Klinker stofflich umgewandelt. Das Drehofen ist deshalb nötig, damit das Material quasi immer wieder umgewälzt wird da drin. Also das wird ja mitgenommen, wird nach oben gezogen und fällt dann wieder zurück. Das geschmolzene Rohmehl verklumpt unter der Hitze zu Zementklinker. Erst jetzt gewinnt der Klinker die Eigenschaft, stark mit Wasser zu reagieren. Dadurch klebt der Zement später den Beton zusammen. Der Brenner sitzt am Kopf des Ofens, befeuert durch verschiedene Rohrleitungen. Viel sehen kann man davon nicht. Zu dick sind die Hitzeschutzwände. Ein Kontrollfenster erlaubt den Blick in das Innere des Feuerschlots. Über eine Spezialkamera kann man die Flamme aber auch am Leitstand sehen. Rund um die Uhr werden hier 6000 Messpunkte aus dem gesamten Werk überwacht. Auf keinen Fall darf der Ofen verstopfen. Alle Unterdrücke, alle Temperaturmessungen, alle elektrischen Anlagen laufen hier halt zusammen. Das heißt, sollte irgendwas gestört kommen, irgendeine Messung, Unterdruck, Temperatur oder ein Antrieb ausfallen, dann kriege ich hier die Meldung hoch und muss diese auch abarbeiten mit Hilfe des Personals draußen. Mike, David, guck da mal bitte im Zyklon 4 West nach. Da ist der Zug weg. Gibt es Auffälligkeiten bei den Messwerten, dann sind am Ofen die Turmwärter gefragt. Täglich werden die Leitungen gereinigt. In Handarbeit. Wir ziehen uns jetzt um. Ziehen unsere feuerfeste Kleidung an, damit uns nichts passiert. Ja, unser Job ist es jetzt, den Ofen sauber zu machen. Die Kleidung wurde in Zusammenarbeit mit Werksmitarbeitern entwickelt. Sie ist dünn und hält trotzdem Funken und Feuer ab. Ein Metallrohr dient als Stocherwerkzeug. Durch dieses wird zusätzlich Druckluft gepresst. 60 bis 80 Grad herrschen vor den geöffneten Klappen. Die Flamme brennt 24 Stunden am Tag. Nach einer knappen Stunde sind die Ansätze entfernt. Die Anlage läuft wieder reibungslos. Regelmäßige Trinkpausen sind Teil der Arbeitszeit. Hier verliert man schon einige Liter Wasser. Ne? Jetzt gerade nicht so, aber im Sommer schon. Zementwerke erzeugen Abgase und Staub. Die gesetzlich vorgeschriebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Der Ausstoß wird direkt am Schornstein überwacht und im laufenden Betrieb an das zuständige Gewerbeamt übertragen. So, wir sind jetzt hier in der Messbühne am Kamin. Hier vor uns ist der Kamin. Über uns, noch gut 10 Meter, ist die Kaminöffnung. Dort treten die Ofenabgase aus. Wir sehen hier die verschiedenen Messgeräte. Hier wird kontinuierlich gemessen. Bei der Zementherstellung entstehen große Mengen des Klimagases CO2. Weltweit erzeugen die Zementwerke etwa 4-mal mehr CO2 als der gesamte internationale Flugverkehr. Der größte Teil entsteht bei der chemischen Umwandlung des Kalkmergels zu Zementklinker. Dies lässt sich nicht vermeiden. Nicht solange wir Zement als Baustoff benötigen. Der CO2-Anteil hier im Abgas setzt sich zu ungefähr 2/3 aus dem Kalkmergel zusammen, aus dem CO2 aus dem Kalkmergel und 1/3 aus dem Brennstoff. Und da arbeiten wir sehr wohl dran. Wir versuchen, biomassehaltige Brennstoffe einzusetzen. Einer dieser Biomassebrennstoffe sind Altreifen. Die Reifen fallen hier durch einen sogenannten Reifenschacht in den Ofeneinlaufbereich rein. Und in dem Ofeneinlaufbereich herrschen Temperaturen von über 1000 Grad. Und da findet dann die vollständige Verbrennung statt. Und wir nutzen diese
Reifen anstelle von Kohle, die wir ansonsten an der Stelle zum Einsatz bringen müssten. Der Heizwert eines Autoreifens entspricht etwa dem von Steinkohle. Durch hohe Temperaturen und die lange Verweildauer im Ofen gelangen keine zusätzlichen Schadstoffe in die Umwelt. Die organische Substanz, die den Kautschuk ja ausmacht, wird komplett zerlegt. Und zwar vollständig. Derzeit können nicht alle anfallenden Altreifen in Deutschland hochwertig recycelt werden. Daher hält auch das Umweltbundesamt die energetische Verwertung im Zementwerk aktuell für sinnvoll. Ein weiterer Ersatzbrennstoff sind diese Plastikschnipsel. Fluff. Das ist die Abkürzung für flugfähige Fraktion. Das angelieferte brennbare Material besteht aus ausgesuchten Haushaltsabfällen. Diese wurden vorher sortiert, aufbereitet und zerkleinert. Ein bisschen Holz kann man erkennen, Styropor, Plastik. Das ist, denke ich mal, eine Chipstüte gewesen. Von der Flufflagerhalle kommt der Brennstoff in den Ofen. Im Ofen werden pro Stunde 2 Tonnen Kohle, 16 Tonnen Fluff und eine halbe Tonne Altreifen verbrannt. Die letzte Produktionsphase der Zementherstellung findet in dieser drehenden Tonne statt. Eine Kugelmühle. Also das hier ist der Klinker, wie er aus dem Ofen kommt. Der geht dann zunächst in die Klinkersilos und wird dann in den Kugelmühlen feingemahlen. Und der Klinker ist hier grau, wie man erkennen kann. Die Farbe wird etwas heller im fertigen Zement, weil dann ja noch Gips zugemahlen werden und dadurch ergibt sich die etwas hellere Farbe. Hineinschauen kann man nicht. Wegen des feinen Zementstaubs ist die Mühle luftdicht abgeschlossen. Die ist gefüllt mit Kugeln in unterschiedlichen Größen und die zerschlägt quasi diese Granalien und bis er so fein ist, dass man dann einen verkaufsfähigen Zement hat. Nur ein kleiner Teil des Zements wird in Papiersäcken abgepackt. Die gehen dann in den Baustoffhandel. Der viel größere Teil wird in Silofahrzeuge verladen und so direkt zum Kunden geliefert. Zwei weitere Rohstoffe im Beton sind Kies und Sand. Ein großes Abbaugebiet in Niedersachsen ist das Weserbergland. Eckart Henkel ist Geschäftsführer des Kieswerks. Auf seinen Weserkies ist er besonders stolz. Weil diese Kiesvorkommen hier in Bodenwerder eben einen sehr hohen Anteil an groben Gesteinskörnungen, also an Kies haben, der in Norddeutschland, nördlich von Hannover, beispielsweise in der Lüneburger Heide, nicht vorhanden ist. Kies ist abgeplatztes Felsgestein aus der Eiszeit, das sich im Flussbett der Weser gesammelt hat. Mit der Strömung wurden die Steine Richtung Norden transportiert und dadurch klein und rund geschliffen. Für den Abbau heute kommt ein schwimmender Bagger zum Einsatz. Von diesen Geräten werden vielleicht 2-3 Stück im Jahr in Deutschland gebaut. Jeder Schwimmbagger ist ein Unikat eigentlich. Der wird also speziell den Bedürfnissen des Vorkommens, der Verhältnisse im Kieswerk und so weiter angepasst. Das heißt also, kein Schwimmbagger ist eigentlich wie der andere. Die Schaufel sinkt mit 140 Meter pro Minute nach unten. Das gelbe Kabel dient unter Wasser als Stromversorgung. Und zwar ist das ein sogenannter Aktivgreifer. Das heißt, dieser Greifer schließt sich nur wie ein Flaschenzug mit dem eigenen Gewicht, sondern er hat einen Motor unten drin, einen Elektromotor, der den Schließvorgang durchführt. Aus 40 Meter Tiefe kommen 8 Tonnen Kies und Sand. Und das alle 2 Minuten. Förderbänder transportieren den Kies an Land.
Wir haben Schwimmförderbänder, die sich auch mit dem Bagger bewegen können. Die sind flexibel, die schwimmen, was der Ausdruck auch schon sagt, auf Schwimmpontons. Das sind mit Luft gefüllte Behälter, die dann quasi für den Auftrieb sorgen und somit über Wasser halten. Der abgebaute Rohkies ist zu unrein und darf so für die Betonherstellung noch nicht verwendet werden. In der Aufbereitungsanlage wird er gewaschen und über Siebe in verschiedenen Größen sortiert. Unter Profis auch Körnung genannt. Für die Betonherstellung braucht man Kies in verschiedenen Körnungen. Denn je nach Rezept werden Anteile von grobem und feinem Korn vermischt. Für eine Kellerdecke, die man nicht sieht, nimmt man das grobe Korn. Für Sichtbeton das feine. Alles, was kleiner als 2 mm ist, nennt man Sand. Nicht jeder Sand kann im Beton verwendet werden. Der aus der Weser schon. Dieser Sand ist scharfkantig und hat auch eine gute Verzahnung und lässt sich eben deswegen als Gegensatz zu Wüstensand auch gut als Beton, für die Betonproduktion einsetzen. Ist also wirklich ein erstklassiger Sand. Rohstoffe werden knapp. In vielen Regionen reichen die Ressourcen gerade mal noch für 10 Jahre. Grund dafür ist die wachsende Baubranche. Man kann sich das kaum vorstellen, aber es ist wahr, 239 Millionen Tonnen Kies und Sand werden pro Jahr in Deutschland benötigt. Davon der größte Teil für die Herstellung von Beton. Der Transport erfolgt über das Straßennetz. Im Betonwerk werden die 4 Rohstoffe zu Beton vermischt. Für morgen haben wir ja reichlich vorhanden. Box ist voll. Ja. Brauchen wir uns also in dem Zuge keine Gedanken zu machen. Das Betonwerk im Lindner Hafen, Hannover. Eins von etwa 500 Betonwerken zwischen Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Werksleiter Rolf Ströher und Logistiker Daniel Sobeinski kontrollieren die Bestände. Die Lieferung morgen ganz gut aus. Angeliefert wird täglich. Denn Beton kann man nicht aufbewahren. Wie ein Kuchenteig muss er immer frisch gemischt werden. Wir produzieren kontinuierlich raus. Die Rohstoffnachlieferung kommt auch kontinuierlich. Wir haben für die Baustelle morgen mit 200 Kubikmetern so ca. 400 Tonnen Lieferung an Gesteinskörnung. Auf einen Zug passen 25 Tonnen. Auch der Zement aus dem Werk in Höfer kommt hier an. Vorsicht, kommen längere Schläuche raus hier. Der Fahrer kann seinen Zement nicht einfach wie Kies abkippen. Die Verladung in die Silos ist komplizierter. Kennt jeder aus dem Zementsack, wenn man den aufreißt, staubt es. Wenn ich jetzt die 27 Tonnen irgendwo hinschütten würde, dann würde er A stauben wie Teufel und er würde feucht werden. Und wenn Zement feucht wird, wird er danach hart. Und somit wird das Ganze in einem geschlossenen System aus dem Siloauto direkt geschlossen in die Siloanlage gebracht. Mit dem Apparat, der da vorne diesen Krach macht, dieser Kompressor, der drückt jetzt Luft in diesen Siloanhänger über diese Schlauchleitung hier. Und dann ist hier unten, kann man schlecht sehen, ist nochmal ein Ventil, das die Luft in eine bestimmte Richtung transportiert. Und mit diesem Transport der Luft entsteht ein Unterdruck in der Leitung und damit wird das Zement raustransportiert. Die Mischanlage des Werks befindet sich unterhalb der Silos. Hier werden Sand, Kies, Zement und Wasser zusammengebracht. Fast 800 unterschiedliche Betonrezepte sind im Werk abgelegt. Dem Beton werden oft noch weitere Füllstoffe zugegeben, zum Beispiel Flugasche aus einem Kohlekraftwerk. Diese macht den Beton geschmeidig oder je nach Menge sogar wasserdicht. In diesem Trichter werden die Rohstoffe automatisch eingewogen nach Vorgaben der Rezeptur in der Anlage. Dementsprechend werden die hier dosiert, das hat man ja eben gesehen, und kommen dann gewichtsgenau in den Mischer. In diesem Stahlbehälter wird aus den Rohstoffen in 30 Sekunden fertiger Transportbeton gemischt. Bereit für die Baustelle. Sascha Hirsch ist Fahrer eines Betonmischers.
8 Kubikmeter fasst die Trommel. Gemischt wird darin nicht. Die Drehung ist notwendig, damit der Beton nicht hart wird. Aber es gibt noch einen weiteren Grund. Es muss während der Fahrt drehen, weil sonst könnte es passieren, dass du während der Fahrt Beton verlierst. Es sind 2 entgegenlaufende Schnecken in der Trommel und die ziehen den Beton immer wieder nach vorne, zum Fahrerhaus hin. Und drehst du die Trommel rückwärts, drehen die Schnecken andersrum und der Beton kommt rausgelaufen. So, und wenn du die Trommel jetzt stehen lässt, dann hast du ja keine Bewegung in der Trommel und dann könnte der Beton, wenn du jetzt bergauf fährst zum Beispiel, hinten rausschwappen. Ist der Beton erstmal im Fahrzeug, muss es schnell gehen. Von der Beladung bis Ende Entladung hat man 90 Minuten Zeit. Das ist Vorschrift. Kommt der Beton später auf die Baustelle, darf er nicht mehr verbaut werden. Die Sicherheit eines Gebäudes wäre womöglich gefährdet. Wir sind heute mit 7 Fahrzeugen insgesamt unterwegs, immer im Wechsel, damit keine langen Wartezeiten auf der Baustelle aufkommen, damit das reibungslos läuft. Wichtig ist immer nicht zu schnell um die Kurven fahren, weil der Kippmoment bei diesen Betonmischern, der ist immer sehr hoch, weil mein Fahrzeug hier zum Beispiel reine Höhe 3,96 Meter hat. Und wenn man zu schnell in eine Kurve geht, dann kann es ganz schnell passieren, dass du mal auf der Seite liegst. Der LKW erreicht die Baustelle in Hannover-Kirchrode pünktlich. Seit 7.15 Uhr wird hier schon die Betondecke gegossen. 500 Betonwerke sorgen dafür, dass die Transportwege zur Baustelle möglichst kurz sind. Jetzt wird die Trommel in den Rückwärtsgang gestellt. Etwa 8 Minuten dauert die Entladung der 19 Tonnen Beton in die Pumpe. Und es geht direkt weiter. Ja, ich bin unter Druck, weil der Kollege ist schon leer. Ja, ne? Deswegen, ab, wieder ins Werk. Die Decke ist bald fertig betoniert. Seit 5 Stunden arbeitet das Team ohne Pause. Polier Henning Findeisen achtet immer noch auf jedes Detail. 2 cm unter dem Brett, 2 cm. Tiefer als die Bohle. Dann hast du da hinten 3 cm und hier hast du nur einen. Also fehlt dir was. Ich kann ja auch unter das Kantholz gucken. Der Beton wird genau reichen. Es kann sein, dass ein Kubikmeter über ist. Aber das hat dann super geklappt. Wenn ich auf die Uhr gucke, was hatten wir zuerst gesagt? 14 Uhr, ne? Jetzt ist es 12.30 Uhr. Wunderbar. Die Leute haben gut gearbeitet. Das Betonwerk hat gut geliefert. Der Beton wird hier immer fließen. Bis das Gebäude fertig ist. In 2 Tagen ist der Beton ausgehärtet. Dann wird die nächste Etage gemauert. Wieder 1000 Quadratmeter Decke. Wieder 500 Tonnen Beton.